Jo Leute, was geht ab? Hier ist Rap mich am Arsch mit Echo und Mille und nicht alleine am Start. Wir haben heute dicke Unterstützung. 1986 bei uns in the building. Hau mal raus, wie ist in Berlin? Wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Aha, erstmal vielen Dank, dass ihr mich hier habt. Fühl mich pudelwohl. Pudelwohl. Ja, die Stadt hält einen fit. Und viel los hier. Also ich wohne hier in Berlin, ja. Seit einiger Zeit und von daher habe ich mich an vieles gewohnt. Aber wenn ich dann mal immer wieder weg bin und wieder komme, hier sind halt besonders viele Menschen, ist alles sehr langläufig, die Straßen sind lang, ja, hier kriegst du immer was zu essen gefühlt, ja, hier gibt's immer was zu snacken. Das ist der Klassiker in Berlin auf jeden Fall. Ja, absolut. Und das vermisst man dann auch tatsächlich, wenn man wieder geht. Das ist mir direkt aufgefallen und ansonsten, die Berliner Schnauzen natürlich, ja. Okay, es gibt noch eine Frage, die, glaube ich, viele Leute sich immer stellen in Berlin. Was ist dein Lieblingsessen in Berlin? Oh, mein Lieblingsessen in Berlin. Ich hab's da mit dem halben Hähnchen. Okay, ich bin ja. Ich hab's da mit dem halben Hähnchen tatsächlich. Okay, was ist am halben Hähnchen so gut? Ich weiß nicht, Chicken einfach ist wunderbare Geschichte. Aber welche halbe Hähnchen? Weil wir sind in Berlin, du weißt, Berlin ist immer sehr speziell mit so Hähnchenläden und so Geschichten. Ja, ich weiß. Ja, ich will jetzt niemanden bevorzugen. Ich habe da nämlich tatsächlich 2, 3, bei denen ich sehr gerne Chicken essen gehe, vom Koreaner bis zum Türken irgendwie. Okay. Da gibt's so einige Fried-Varianten, okay, die mir gut okay, nice. Ey, dann lass mal vom Snacken bis hin zu anderen schönen Sachen kommen. Und zwar zu Mucke. Endlich ist es soweit, ne? Dein neues Album am Stissel. Erzähl mal, wie aufgeregt bist du? Ja, sehr. Ich sag, es kann jetzt am Stissel sein, weil der Himmel größer ist als alles, was wir uns jemals vorstellen. Ja, zumindest ich. Und es ist ein unfassbares Gefühl, meine Box in der Hand zu halten, ja, mit Menschen wie euch darüber sprechen zu dürfen, hier sein zu dürfen, und man findet keine Worte dafür, ja. Du hast einen Satz auf deinem Album, der hat mich sehr bewegt, und zwar: Diese Welt ist nicht für mich gemacht. Das ist so ein Satz, der irgendwie unzählige Bedeutungen haben kann. Ja. Hau doch bitte mal raus, was bedeutet diese Zeile für dich? Was sagt die aus? Ach, diese Zeile sagt so viel aus. Die sagt aus, dass ich früher geglaubt habe, nicht dazu zu gehören, ja, beziehungsweise nirgendwo dazu zu gehören, mich nicht zurechtzufinden mit den Regeln und Gegebenheiten, die mir klein auf schon auferlegt worden sind. Ich nicht zurechtkomme, dass ich eher so ein Freigeist bin und eher so ein Bauchgefühlmensch, wie man es hier doch eher mit dem Kopf hält und eher mal nachdenkt, was hin und wieder ja auch eine gesunde Sache ist. Hab mich oft so gefühlt, als wäre diese Welt einfach nicht für mich gemacht worden. Und der Nachfolgesatz ja ist, komm erst richtig klar ab mit der Nacht, nämlich erst wenn alles um mich rum still ist und ich alleine in meinem Zimmer bin oder alleine für mich bin und irgendwie am Klavier sitzen kann und niemand da ist, Handy weg ist, Uhr abgelegt, alles weg, ja, von man nur noch mit sich ist, dass ich mich da am wohlsten fühle, ja, wenn irgendwie niemand da ist, der irgendwas von mir will oder mir sagt, was ich zu tun habe oder irgendwelche Erwartungen an mich hat. Was auf jeden Fall wie für dich gemacht war, war irgendwie gefühlt dieses Jahr. Du hast so viele Sachen abgerissen, ein Brett nach dem nächsten rausgehauen, sämtliche Zahlen überall geknackt und so weiter und so fort. Wie war das Jahr für dich? Ja, es war aufregend auf jeden Fall. Eins der Jahre meines Lebens, ja, selbstverständlich. Das kann man nicht anders sagen. Es ist sehr viel, sehr schnell passiert. Ich habe sehr viele gute Menschen um mich rum kennengelernt, die mir helfen und geholfen haben, in dieser Zeit auch das Pensum an Arbeit zu schaffen, ja, was man hinlegen muss. Dieses Jahr ist ein gesegnetes, dieses Jahr kam vom Himmel. Oh, gute Worte zum Ende des Jahres sozusagen. Noch eine Frage an der Stelle. Was war so das Beste, was dir persönlich widerfahren ist? Weißt du, so ein Herzensding, wo du sagst, krass, so, das hat mein Herz selber berührt. Also das kann man nicht auf eins reduzieren, glaube ich. Es waren viele Dinge. Die ersten Nachrichten, die ich bekommen habe, die mir gesagt haben, dass sie aus schweren Zeiten irgendwie so viel aus meinen Texten mitgenommen haben, dass sie diese überwunden haben. Es ist aber auch die erste Goldene, die jetzt bei mir zu Hause hängt und ich mir denke, wie ist sowas möglich überhaupt, dass sowas passiert ist im Leben? Und jetzt hängt da diese Auszeichnung, so viele Menschen stehen plötzlich hinter dir,
du konntest so viele Menschen glücklich machen und so viele Menschen schenken dir vor allen Dingen Liebe. Das kann man in Worte nicht richtig packen. Ja. Das merkt man auch voll bei deinem Reden. Also, dass du anscheinend da selber so viele Momente gerade hast, an die du dich erinnerst, die so krass waren, dass du gar nicht weißt, Alter, welche soll ich denn jetzt gerade picken, weil das so viele waren. Absolut. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, du bist ja quasi aus dem Nichts irgendwie gekommen. Auf einmal saß da jemand einfach, ne, irgendwie in seinem Wohnzimmer, in seinem Wahnsinn. Schlafzimmer, bei Wahnsinn. TikTok, bei Insta und hat Coversongs rausgeballert. Und du bist aus dem Nichts durch die Decke gegangen. Wie war denn für dich denn dieser Switch zwischen Coversongs zu eigenen Songs? War das für dich viel schwieriger oder war da irgendwie schon immer auch dieses in dir, dass du gedacht hast, boah, eigene Songs machen wär ein Traum? Also das Ding ist, einer von euch war schon fertig, bevor ich meinen TikTok-Kanal gegründet habe. Ja, also der Song stand schon und ich habe nur eigene Songs gemacht. Es war quasi das erste Mal, dass ich Cover gesungen habe auf TikTok und von daher war das irgendwie gar kein Switch, sondern wir haben nur darauf gewartet oder ich, bis ich meine eigenen Songs rausbringen kann. Präsentieren kannst du. Ja? Und es war mehr so ein Werkzeug, mir wurde damals gesagt, die Menschen brauchen anscheinend etwas, womit sie dich in Vergleich setzen können, ja, und das fällt ihnen am einfachsten mit Lieder, die sie schon kennen und dann anscheinend beurteilen oder es ihnen leichter fällt, oder mehr Spaß macht, das dann zu hören und beurteilen zu können, ob sie jemand fühlen können oder nicht, mit Musik, die sie eben schon mal gefühlt haben. Und deshalb sind wir diesen Weg gegangen und es ist ja dann auch sehr schnell gut angenommen worden und die Menschen konnten es sofort fühlen, ja, was eins der größten Dinge für mich war und auch eine meiner größten Ängste. Kann man mich fühlen überhaupt, so wie ich mich fühle, wenn ich allein da sitze, oder bilde ich mir das ein oder ist es etwas, das jetzt nur in meiner Blase um mich rum und den Menschen, die um mich rum sind, passiert? Oder gibt es da draußen, ich habe immer gesagt, wenn es nur 10.000 gibt, die dasselbe fühlen wie ich, wäre ich schon glücklich und denen ich helfen kann. Und jetzt habe ich irgendwie über 100.000 Follower auf den Plattformen und auf TikTok doppelt so viel. Das ist ein Geschenk des Himmels, ja. Was waren denn so deine Lieblingsartists oder auch Songs, die du gern gecovert hast und warum? Also um ehrlich zu sein, höre ich keine Musik, keine andere und ich habe früher auch keine Musik gehört. Oh, ja? Das Gänsehaut-Moment gerade, ganz kurz mal stopp. Jetzt bin ich sehr gespannt, was jetzt Musik kommt, gehört. Ehrlich. Okay. Man hat mir immer Listen geschickt mit quasi Songs und ich habe mir alle angehört und die Künstler dazu und habe mich etwas mit ihnen beschäftigt und habe dann mir den rausgesucht, den ich am meisten fühlen konnte. Das heißt also, stellenweise kanntest du die Songs vorher gar nicht, sondern hast die dann zugeschickt bekommen und hast die dann stellenweise auch so die ersten Male mitgehört? Genau. Krass. Es gab nach dem Film Ray Charles, hatte ich mal irgendwie 4 Wochen Ray Charles gehört, eine Zeit lang. Meine Musik quasi, die ich, wenn ich mal Musik gehört habe. Aber ansonsten haben wir das nicht gemacht. Wir waren Jungs von der Straße irgendwie, wir waren jetzt nicht irgendwie groß am Musik hören oder so, sondern... Ja, aber du weißt, wir Jungs von der Straße, wir fühlen auch immer ein. Es gibt immer so einen Song, weißt du, den hat man immer im Ohr oder ein Homeboy sagt so, ey Bruder, den musst du auschecken. Ja, und ich muss sagen, komischerweise, also unsere Clique war so nicht. Also oder keiner, der hängen geblieben ist wahrscheinlich. Ne? Genau. Also wir waren jetzt nicht irgendwie so, wir haben Schabernack getrieben, wir haben Unfug angestellt, ja, wir sind rausgegangen, wir waren viel draußen, wir waren jetzt nicht vom PC oder vor YouTube gesessen, sondern wir waren bei Wind und Wetter immer irgendwie draußen, ich würde jetzt gerne sagen, oh, aber dann ist ja schon zu viel. Aber soll ich sagen, was krasser an der ganzen Nummer ist? Ja. Jetzt machst du Musik, die genau Jungs von der Straße hören. Und das freut mich am allermeisten, ja. Das sieht man dir an. Da grinsen Leute, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber grinsen ist ganz, ganz groß gerade. Hast du dann einen Schlüsselmoment gehabt zu der ganzen Zeit, wo du dann erstmal die Cover-Dinger rausgeballert hast, wo du gemerkt hast, das schlägt gerade so krasse Wellen und das kommt so gut an, es ist Zeit, dass ich meine eigenen Sachen jetzt auch rausballern kann, so das könnte wirklich was werden mit Mucke? Ja, also um ehrlich zu sein, habe ich das gar nicht so mitgekriegt, weil ich habe mich damit vorher nie beschäftigt mit diesen ganzen Dingen. Es war eher so der Hype der Menschen um mich rum, die gesagt haben, ey, guck mal, was da, und also, Mann, guck dir das doch mal an. Und ja, so hat sich das irgendwie bei mir bemerkbar gemacht und es war der Plan irgendwie sowieso zeitig oder beziehungsweise wir hatten uns schon ein Date gesetzt,
wann die Nummer einer von euch veröffentlicht werden sollte, unabhängig davon, was auf TikTok passiert oder nicht. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn man 80% der Leute in Deutschland, die irgendwie viel Radio hören, irgendwie einfach nur die Zeile geben würde, Baby, mach deinen Kopf aus, würde das safe jeder erstmal mit dir in Verbindung bringen. Hau mal bitte raus, was bedeutet dieser Song für dich? Der Opener gewesen, der große jetzt, letztendlich, der zu vielem geführt hat jetzt, wie der Goldenen zum Beispiel, ja. Und den Menschen, die zu Hunderten, manchmal Tausenden vor der Bühne stehen und diesen Text und auch andere Texte mitsingen durch diesen Song, ja, weil sie sich dann mit meiner Musik beschäftigt haben. Also deswegen, klar, bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich weiß noch, wie er entstanden ist. Ich saß da und dann, Baby, mach deinen Kopf aus. Baby, mach deinen Kopf aus. Julesy sagt, Baby, mach meinen Kopf aus. Und dann 15 Minuten später war er fertig. Es war verrückt auch. Wir hätten auch niemals damit gerechnet, dass dieser Song dann quasi der ist, der uns so bekannt macht. Aber umso schöner, dass wir alle überrascht wurden. Dass wir einfach alle überrascht wurden. Auf jeden Fall sehr große Überraschung. Wobei machst du denn deinen Kopf aus, wenn die Welt gerade irgendwie viel zu laut um dich rum ist? Bei was für Situationen kannst du das schaffen, dass du runterfährst? Ich mache Musik. Das ist dein Ruhepol dann? Ja. Und wenn dann ein Song fertig ist, dann ist es so wie für kurze Zeit Seelenfrieden. Mhm. Und nichts anderes ist auf meinen Ohren sowieso. Ich höre dann auch in der Nacht und am Tag denselben Song. Das Einzige, was noch darüber liegt, ist, wenn meine Tochter mir in den Arm liegt oder vor mir ist und ich sie beobachte, wie sie spielt, ja, dann denke ich an nichts anderes. Dann ist mein Kopf aus. Da liegt mein Handy da und macht, was es will. Ja, dann ist mein Kopf aus. Dann ist alles andere erstmal zweitrangig. Ganz genau. In zum Beispiel Songs auf deinem Album in Neben mich oder zum Beispiel auch Wir beide geht es ja grundsätzlich auch um viel Liebe, tiefe Gefühle und so weiter. Wie begleitet Liebe dich durchs Leben? Hast du in den letzten Jahren auch mit Liebeskummer zu kämpfen gehabt? Weil man könnte das vielleicht vermuten, wenn man diese Songs hört. So, ist das nur Fiktion oder war das wirklich so? Also Tatsache ist, alles, was ich schreibe, schreibe ich aus dem Leben. Mhm. Ja, und sind Dinge, die passiert sind aus der Vergangenheit oder in der Gegenwart stattgefunden haben, als ich sie geschrieben habe. Ja, es ist viel Liebeskummer, es kommt auch noch. Also ich glaube, ich habe es auch schon öffentlich gesagt, ja, ich habe mich ein Jahr ungefähr oder ein Dreivierteljahr, bevor das Ganze angefangen hat mit TikTok und dem Lizzie so anderthalb war oder so, mich mit ihrer Mutter auseinandergelebt leider, ja. Wir haben trotzdem noch ein super Verhältnis, klar, alles ist da gut, da gibt es keinen Grund, sich irgendwelche Sorgen zu machen und einer der wertvollsten Menschen in meinem Leben nach wie vor. Aber ja, da sind natürlich ein paar Dinge passiert, die dann auch zu diesen Songs geführt haben. Ja. Das bringt es halt leider auch mit sich, dass immer irgendwas etwas auf der Strecke bleibt, ja, ob es bei illegalen Geschäften die Lebenszeit ist oder ob es bei Erfolg Menschen sind um dich rum, für die du plötzlich viel zu wenig Zeit hast und von denen man sich dann entfernt immer mehr oder die sich von dir entfernen. Das Leben kostet kleine Opfer immer, egal was man macht. Ja, ja, aber man hat ja auch immer schön kleine Gewinne auch. Also das ist ja immer so. Absolut, so, es gibt so, genau. So ist eine Life, so geben und nehmen. Absolut. Es geht was, es kommt was dazu. So. Absolut, hast du recht. Ich bin natürlich jetzt in der Lage, meinen Kids irgendwie was ganz anderes zu ermöglichen in Zukunft, ganz anders für sie zu sorgen, ja. Ihnen ganz andere Möglichkeiten fürs Leben zu bieten. Ich hoffe, sie bleiben erstmal gesund und dann kann ich das irgendwie schaffen, das in Zukunft dann auch zu komprimieren, dass ich natürlich etwas weniger Zeit wie andere Väter habe und trotzdem, glaube ich, auch auf Dauer gesehen mir mehr Zeit später mal nehmen kann, ja, für sie aufgrund dessen. Ich hoffe, dass mir das irgendwie gelingt. Ich finde es sehr sympathisch, dass du von alleine auch ansprichst, dass das alles alleine nicht nur irgendwie auch easy Seiten hat, sondern natürlich auch irgendwie Schattenseiten und dass man im Leben natürlich auch irgendwie schwere Zeiten durchmacht. Leute, für euch da draußen, wenn ihr es noch nicht wusstet, du hast auch einen Song auf deinem Album, da beleuchtest du ja quasi so ein bisschen deine Lebensgeschichte von allen Seiten und ich finde das ein sehr, sehr deeper Song, weil du zum Beispiel da ja auch darüber sprichst, du warst im Kinderheim, du hast die Schule geschmissen. Es gab solche Sachen wie Jugendarrest. Du hast aber ja gefühlt dein komplettes Leben einmal umgekrempelt, kann man sagen. Wenn du beschreiben müsstest, wie war deine Gefühlslage früher zu dir und irgendwie dem Rest der Welt und was hat sich getan, dass du die einmal komplett verändert hast? Ich hatte früher kein Gefühl zu mir, glaube ich. Oder ich habe es nicht zugelassen, ja. Ich war völlig
abgestumpft und habe nichts an mich rangelassen. Irgendwie Harmonie war ausgestrahlt hat oder irgendwie war für mich eine Seifenoper und geschauspielert, ja, so, weil da, wo ich groß geworden bin und wo wir uns aufgehalten haben, gab es sowas nicht. Was ist bei dir passiert, dass du gedacht hast, du kannst nicht weitergehen? Du musst irgendwas ändern. Hattest du einen bestimmten Moment? Kam das über die Zeit? Was ist passiert? Zum einen glaube ich, klar, also ich hatte früher auch gar keinen, nicht so auf mein Gefühl gehört. Ja, man weiß ja immer, wenn etwas richtig oder falsch ist. Und manchmal, ich habe früher sehr viel einfach überdacht dann, ja, also weggemacht mit, ah, wird schon nicht schief gehen, ah, wird schon klappen, wird schon irgendwie, ach, kriegen wir irgendwie hin und dieses Mal wird den niemand überwischen oder so. Also ich glaube, zum ersten Alter, Reife, ja, und vor allen Dingen aber auch Menschen, die ich in der Zeit, in meiner letzten Haftzeit enttäuscht habe und die da waren, wie die Mama von Lizzie und etliche andere gute Freunde, die plötzlich nicht mehr so wie mit 14 oder 19 gefehlt haben, sondern auf eine ganz andere Weise gefehlt haben. Und man ganz anders nachgedacht hat und mit seinen Gedanken gefangen war. Ich war zum ersten Mal in einem reifen Alter mit mir selbst und meinen Gedanken gefangen, völlig nüchtern, abseits von jeden Drogen, mit denen ich mich zugeschüttet hatte, immer, oder Alkohol, um vieles vergessen zu machen oder vieles nicht mehr spürbar zu machen. Und das erste Mal musste ich mich tatsächlich dann so damit auseinandersetzen und es war die schlimmste, aber auch wahrscheinlich hilfreichste Zeit meines Lebens mit meine letzte Haftzeit. Und da habe ich beschlossen und vor allen Dingen mein Wort gegeben der Mama meines Kindes, dass ich mich von meinem alten Umfeld löse. Ja, und das hat nicht zu heißen, dass ich irgendjemand immer die Schuld geben würde für was ich gemacht habe. Was ich gemacht habe, habe ich immer aus eigenem Tun gemacht. Meine Freunde haben damit nichts zu tun, mich nicht dazu gezwungen, sondern man trifft diese Entscheidungen immer selbst. Aber ich wusste, ich bin zu schwach, wenn ich wieder zurückgehe, erstmal mich davon zu lösen. Und es muss irgendwas stattfinden, dass ich den Absprung davon schaffe. Ja? Viele meiner Freunde, meine alten Freunde sind natürlich heute auch immer noch meine Freunde. Ja? Von vieles hat sich auseinandergelebt, teile ich heute nicht mehr den Weg, den sie vielleicht immer noch gehen, oder manche haben es auch geschafft, irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen, worüber ich sehr froh bin. Ich halte sehr viel von dem Wort, das man gibt. Ja, ich habe es versprochen und versprochen ist versprochen. Und deswegen bin ich weggezogen, weit weggezogen und habe mich erstmal so vor mir selbst geschützt. Nicht vor meinen Freunden oder vor meinem Umfeld, sondern vor mir selbst quasi geschützt. Dann mich eingeschlossen und nur noch Musik gemacht. Vorhin gesagt habe, jetzt auch einige Opfer gekostet hat, aber das die bessere Alternative wäre, denn ansonsten, glaube ich, würde ich heute wieder oder immer noch im Gefängnis sitzen. Du hast eigentlich nie viel Mucke gehört. Ja. Wie bist du dann aber jetzt zur Mucke gekommen? Wie sind dir diese Gedanken gekommen? Hat dich irgendjemand anders drauf gebracht oder erzähl mal? Nee, ich habe immer schon gesungen, klar, also für mich und ab und zu mal beim Kollegen irgendwie in einem Keller war und ja, da ein Mike stand und der dachte, der wäre der Überrapper, hat mir da mal ausgeholfen. Wie gesagt, es war nach der Haftzeit, ich habe mich das erste Mal in meinem Leben gesagt, ich konzentriere mich, okay, ich weiß, ich habe diese Stimme und ich fühle mich ja am wohlsten, auch in Haft habe ich immer in der Kirche gespielt, für die anderen Mithäftlinge. Dafür durfte ich ein paar Stunden in der Woche für mich sein, oben in der Kirche am Klavier. Das war der Deal, den ich mit dem Anstaltspfarrer getroffen hatte quasi. Wow. Und viel Songs geschrieben und... Also ganz kurz nochmal. Also du spielst auch Klavier? Ja, ich spiele auch Klavier. Konntest du es vor der Haft oder hast du es dir so selbst beigebracht während der Haft? Nee, ich konnte es vor der Haft, aber ich habe während meiner zweiten Haftzeit Gitarre gelernt in der Haft. Oh, stark. Ja, stark. Ja, also die hat mir der Pfarrer auch gegeben. Ich habe ihm gesagt, so wie es in der ersten Haft war. Und habe ihm dann was vorgesungen. Und er sagt, okay, wow. Und dann habe ich gefragt, ob ich ein Instrument, ob sie Gitarren hier haben. Ich habe bei ein paar Russen in der Zelle eine gesehen, habe gefragt, ob ich auch eine haben kann. Und er sagt, haben wir wieder das Arrangement getroffen. Ja, wenn ich für ihn spiele. Und dann Blatt ausgedruckt, mit so, wie man die Finger hält und so. Und dann habe ich da dann in der Zelle quasi... Das ist ja mega wild. Geübt und Songs geschrieben und Gitarre gespielt und Musik für mich gemacht. Okay, dann müssen wir eigentlich an dieser Stelle Props geben an den Pfarrer erstmal. Ganz ja, kurz. Stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Allerdings. Und das noch am Sonntag. Ja, allerdings. Geil. An beide, ja. Du hast bei dir auf dem Album auch den Song Alleine. Ja. Da bekommt man, wenn man den hört, so ein bisschen das Feeling, dass du dich manchmal, obwohl du ja eigentlich gerade einen krassen Hype hast,
in so verschlossenen Türen doch irgendwie ein bisschen alleine fühlst. Jetzt hast du da draußen aber eine riesen Community dir aufgebaut, die hinter dir steht, die dich supportet. Hilft das trotzdem in solchen Momenten? Jein. Es ist immer, diese Medaille hat zwei Seiten, ja. Ich mache Instagram auf oder TikTok und da sind Unsummen an Zahlen, die da stehen und vor allen Dingen unzählige Nachrichten, die mich erreichen und sehr herzlich sind und Kommentare und Videos, die mit meinen Sounds gedreht werden und ich sehe das, mein Herz geht auf, ich versuche alles zu liken, alles zu kommentieren, alles zu beantworten, ja, weil es für mich ganz wichtig ist, wenn sich die Menschen für mich Zeit nehmen. Wer wäre ich, wenn ich mir nicht auch Zeit für die Menschen nehme? Ja, ist für mich einfach eine Anstandssache. Das andere an der Situation ist, wenn ich es schließe, ist es still in meiner Wohnung. Dann ist es einfach leise, ja. Da ist niemand außer mir und manchmal mache ich den Fernseher an, um das Gefühl zu haben, dass da noch jemand ist, ja. Ich habe jetzt ein Geschenk bekommen, nämlich dieses Handy und wenn es besonders schlimm ist, mache ich es auf. Und habe da viele Menschen, die mich fühlen können und deren Nachrichten ich ja genauso fühle, wenn da Sachen, also teilweise, da bist du einfach mittendrin, ja, und kriegst auch Flashbacks und weißt genau, wovon sie reden, ja. Vibes und fühlen sich schon an wie Freunde irgendwie, mit denen man schon von Anfang an geschrieben hat, ja, so dass man irgendwie denkt, ah, komm, gucken wir mal, ob er online ist und irgendwie bleibt, was es bleibt, ja. Ich glaube auch, weil du Musik machst, die wirklich sehr tiefgründig ist, dass du damit natürlich auch sehr viele Menschen mitnehmen kannst, die vielleicht auch gerade diese Gefühlslage irgendwie fühlen. Ich bin der Meinung, ich habe bei dir mal irgendwo gelesen, dass du auch schon mitbekommen hast, dass oftmals zum Beispiel auch Eltern mit ihren Kindern Songs von dir hören, ne? Genau, was mich sehr freut. Also immer so zum Familienereignis. Anscheinend immer, wenn ein neuer 1986-Song rauskommt, dann warten die, bis alle da sind und dann wird er zusammen sich angehört irgendwie. Ganz kurz, was ist das für ein geiles Bild, was ich da gerade im Kopf habe? So, yeah, wie schön einfach. Absolut verrückt. Oder manchmal, oft auch bekomme ich Nachrichten, ey, meine Mama hört deine Musik, deswegen höre ich sie auch. Oder irgendwie, mein Papa hat mich auf deine Musik gebracht irgendwie, also weil das die ganze Zeit bei uns läuft. Ist wohl so nett, dass es diesmal von den Eltern zu den Kindern getragen wird, sondern eher umgekehrt. Und dass es zu so einem Ereignis gemacht worden ist. Und deswegen war es mir wichtig, bei Junge das vorher anzukündigen, dass wir Bescheid geben, dass da diesmal wir über Themen sprechen und Drogen im Spiel sind. Und deswegen halte ich von dieser Glorifizierung und dem Ganzen auch sehr wenig, ja. Aber es gehört zu meiner Vergangenheit dazu, ja. Es gehört zu meinem Leben dazu und es hat mich zu dem Menschen auch gemacht, der ich bin. Auch wenn ich vieles von dem heute nicht mehr so machen würde, wie ich es gemacht habe, gehört es zu mir. Und deswegen war es mir auch wichtig, diese Seite von mir zu zeigen, ja. Ja, das schätzen deine Fans ja auch an dir, ne? Dass du so offen und ehrlich bist. Wir würden super gerne nochmal von dir wissen, hast du irgendeinen Fan-Moment, der dir total im Kopf geblieben ist oder so, der irgendwie total besonders war? Kann auch was ganz Kleines sein oder so. Hast du sowas? Ein Fan-Moment für mich oder wo ein Fan oder mit einem Fan? Wie du magst, was dir als erstes quasi in den Kopf kommt. Ja, da kam mir sofort was in den Kopf, das auch ein bisschen gruselig gleichzeitig ist. Ja. Hau raus, wir sind gespannt. Und zwar war ich, glaube ich, in der Schweiz. Ich habe eine Probe, also den Soundcheck gemacht und ich habe ihn mit Maske gemacht, aber oberkörperfrei. Okay. Also nicht oberkörperfrei, sondern mit einem Unterhemd an, weil so, es waren 40 Grad so. So Tanktop. Mhm. So, genau. 50 Cent. Ja, heute sagt man es, ja, ich setze ein Unterhemd und kein. Genau. Dann haben wir Soundcheck Ende gehabt und ich bin dann mit einem T-Shirt, ganz normal, und der Pianistin, die dabei war, übers Festivalgelände gelaufen. Und alles war wunderbar auch, klar, ohne Maske, niemand erkennt mich, hab mir das angeguckt, stand ich auf der Bühne, Auftritt gehabt, geh runter ins Publikum, spontan und einfach schreibe Autogramme, mach Bilder. Und dann kommt von hinten eine Stimme an mich ran und eine weibliche, die sagt, ich weiß, wie du ohne Maske aussiehst. Oh no! Und dein Herz einfach mal direkt in die Hose gerutscht. Hat einfach mal aufgehört zu schlagen, ja. Und ich habe es versucht zu ignorieren. Ich konnte überhaupt an gar nichts anderes mehr denken. Und habe mich umgedreht und habe sie gesehen. Und sie hat mich gesehen und sie hat so geschmunzelt und hat mir so gesagt, mit ihrem Augen, ja, ich muss mir keine Sorgen machen. Und ich habe sie schnell in den Arm genommen und habe ein Bild mit ihr gemacht, um sie zu besänftigen, ja. Und das Witzige war, danach, einen Tag später, war ich auf einem anderen Festival und bin die Nachrichten durch, als ich in der Pension war und gewartet habe, bis ich aufs Gelände kann. Und dann habe ich ihre Nachricht gefunden,
Hey, ist mir nochmal ganz wichtig, mit dir darüber zu reden. Ich war diejenige, die gestern hinter dir stand und es gesagt hat. Wir haben uns vorher schon aufs Gelände geschlichen und haben dich gesehen, als du auf der Bühne standst und haben deine Tattoos gesehen. Und dann, als du rausgelaufen bist, waren wir da immer noch gesessen und haben dich an deinen Tattoos erkannt. Ah, krass. Und haben so dein Gesicht gesehen. Aber ja, wir haben keine Fotos gemacht und wir behalten das für uns. Und kannst du mir bitte darauf antworten, weil ich habe ein ganz schlechtes Gewissen jetzt. Okay, und also total goldig, ja. Und ich habe dann geschrieben und habe gesagt, alles gut und vielen Dank, dass ihr das Geheimnis jetzt mit mir teilt, ja, und das war so. Apropos Maske, lass uns noch mal kurz darüber sprechen. Warum hast du dich denn überhaupt dafür entschieden, diese Maske zu tragen? Na, es hat mehrere Gründe, ja. Also damals, als ich einer von euch gedreht habe, einen guten Kumpel angerufen von früher, der einzige war, der in der Musikbranche irgendwie also stattgefunden hat und wo ich wusste, okay, der kann mir helfen irgendwie, wie man das macht. Ich schicke ihm jetzt einen Song, was macht man da als Idee, kannst du mir sagen, was man... Und er hat gesagt, ey, guck mal, Digi, du bist der einzige, ich nehme es mal in Anführungsstrichen, Gangster, ja, den ich kenne, der irgendwie singt und nett über Gangsterzeug oder so, sondern immer darauf bedacht war und der Einzige, der in Hosenträger rumgelaufen ist früher und irgendwie nie so die Baggies oder die Air Force anhatte, sondern eher irgendwie ein Hemd anhatte und eine Hose und der Geschäftsmann. Seine Dings. Genau, der Geschäftsmann. Genau, ja. Und ich will dir mal was zeigen und hat mir was im Internet gezeigt. Ich habe es gesehen und ich war sofort, okay, das ist genau das, was wir brauchen. Es ist nämlich vor allem Schutz. Für meine Identität. Es ist Fokus nur auf die Musik, was mir immer schon wichtig war. Und das Gefühl in Verbindung mit dem Text, die Menschen erreichen soll und nicht groß Schnickschnack oder irgendwie Aussehen oder Äußerlichkeiten. Mir wurde sofort klar, man kann damit den Menschen, ohne es auszusprechen, schon vorab sagen oder ihn bewusst machen oder zumindest mal ihnen eine Ahnung geben, wer da sitzt. Nämlich bestimmt niemand, der aus einem gesunden Elternhaus kommt, einen Einzelschnitt, Abischnitt hat und danach ins Studium ist und das sich jetzt ausgedacht hat und marketingmäßig Move jetzt hier den Move an den Tag legt und dass da jemand sitzt, der das gelebt hat früher, ja, und ohne es aussprechen zu müssen. Ja, das war so meine drei Hauptgedankensäulen. Props an Mikis an der Stelle, ja. Danke dir. Props gehen raus. Ja. Kannst du denn dadurch, dass du die Maske hast, noch einigermaßen normales Privatleben führen, weil man dich auf der Straße sonst absolut. So... Ja, was? Und das erdet absolut. Ja, es ist das Beste, glaube ich, was man ich kann es nur jedem empfehlen. Also ich bin weit entfernt von jedem Höhenflug oder sonst irgendwas. Ich fahre, wie gesagt, immer noch mit meinem Polo durch die Gegend und muss bei Pennymark genauso an der Kasse warten wie alle anderen auch. Ich werde nicht vorgelassen, nur weil ich bin oder so. Sehr sondern, gut. Ja, also niemand bevorzugt mich. Ich muss noch auf einen Maskenmoment zurückkommen, weil ich den persönlich total schön fand. Du hast dieses Jahr im Sommer auf dem Lollapalooza deine Kleine mit auf der Bühne gehabt. Das war mir so wichtig. Auch mit kleiner Sturmmaske auf. Ich bin dahin geschmolzen. Wie war denn dieser Moment für dich? War einer der wundervollsten Momente meines Lebens. Ja, und ich glaube auch einer der wichtigsten für Lizzie, ja, und auch für ihre Mama, die hinter der Bühne war. Hat auch einfach den Hintergrund gehabt, ich telefoniere jeden Abend mit Lizzie Videocalls. Ja, FaceTime. FaceTime, genau. Yeah. Das ist mir das Wichtigste, dass das auch immer passiert. Und dass wir uns jeden Tag sehen können, auch wenn wir uns nicht knuddeln können. Sie ist auch schon sehr weit, muss man sagen. Und sie hat mich oft gefragt, jetzt in der letzten Zeit, auch in den letzten Monaten, weshalb ich so wenig da bin und wieso ich noch weniger da war wie früher schon, wo wir noch im selben Haushalt gelebt haben, ja. Und ich immer nur in meinem Zimmer war, quasi in diesem TikTok-Zimmer, was man da in den Anfängen meiner TikTok-Videos sieht. Ich habe ihr gesagt, dass ich versuche, Menschen, denen es nicht so gut geht, etwas glücklicher zu machen mit meiner Musik und ihnen zu helfen über schwierige Zeiten, wie ich mich selbst versuche manchmal zu trösten, mir Mut zu geben und Hoffnung zu machen mit der Musik und dass ich das eben für sehr viele andere Menschen auch versuche. Sie hat es dann auch sehr schnell aufgenommen und im Kindergarten dann auch gesagt, die Erzieher kamen dann so, ihre Tochter hat gesagt, sie machen Musik sie singen für Menschen, deren Herzen wehtut. Ja? Oh. Auf der einen Seite schön, aber ich glaube auch, dass es noch viel wichtiger ist, das zu fühlen. Ja? Also man kann viel erzählen und man kann viel von der Straße erzählen in Lehrbüchern oder beschreiben, wie es im Gefängnis ist. Wenn man nicht im Gefängnis war oder nicht das Leben mitgemacht hat mit den Jungs auf der Gasse, ja, dann
weiß man nicht, wie es war. Und dann kann man das nicht fühlen, was die Jungs oder was wir fühlen. Man kann es vielleicht nachvollziehen oder verstehen irgendwie, wenn man es erklärt, aber man wird es nie nachempfinden können. Ja? Und es war mir wichtig, ihr das Gefühl zu geben, wie wichtig das den Menschen ist und wie viel Liebe und wie viel Gefühl diese Menschen dabei entwickeln, wenn Papa auf der Bühne steht, in dem Fall nicht bei ihr sein kann. Mhm. Und wie viele Menschen sich dadurch freuen und wie viele Menschen es besser geht und wie viel Gutes dadurch passiert quasi. Ich habe es in ihrem Blick gespürt, ich habe es, als ich ihr die kleinen Kopfhörer abgenommen habe und sie den ganzen Pegel mitbekommen hat. Ach Gott, und, ey. Und gespürt hat, wie die Menschen sich freuen, die haben geweint auch teilweise und das war ein unfassbarer Moment, glaube ich, auch für sie. Wir hatten es schwer danach, die Mama hatte es schwer, man konnte sie nur noch mit Schokolade von der Bühne fernhalten anschließend. Und sie möchte seither auch nur noch Sänger werden. Keine Sängerin, ist ganz wichtig. Sänger. Wie der Papa, so die Tochter, so ein Traum, ey. Wie der Papa, ja. Und das war natürlich genau so, wie ich es mir gewünscht hatte. Und das muss jetzt im Laufe des Kindesalters noch ein paar Mal passieren, damit sie das noch verinnerlicht und noch mehr in sich aufnehmen kann und mehr viben kann. Wenn sie traurig ist, wenn ich nicht da bin, sich daran zurückfühlt und ein bisschen glücklicher sein kann und ein bisschen besser verstehen kann. Kinder ist so das Natürlichste, ist so leeres Blatt Papier. So. Absolut. Und wenn das beim Kind passiert, dann ist... Das ist so richtig pur, ja, einfach. Ja, voll. Mein Vater war nie Musiker oder so, aber ich habe das immer anders aufgenommen, als mein Vater mich immer irgendwo mit hingenommen hat. So. Das war für mich so, okay, er gibt mir die Möglichkeit, irgendwas zu probieren, egal in welche Richtung das war, ob es gut war für manche Leute in der Auswelt oder schlecht war. So, aber man hat das gespürt und das ist so, ich finde es so krass, dass du sowas geben kannst, obwohl du wahrscheinlich sowas nie hattest, richtig? Wort zum Sonntag. Ich danke dir. Ey. Worüber wir auf jeden Fall auch nochmal kurz sprechen müssen ist, du hast kranke Features auf deinem Album drauf. Danke. Also du hast zum Beispiel Samra auch mit drauf, mit Valium. Das Ding geht ja auch gerade richtig gut durch die Decke. Mhm. Wie war die Zusammenarbeit? Der Mann war eine gute Zusammenarbeit, ist ein guter Mann, ja. Jetzt sowieso, er hat sich ja da jetzt gerade gemacht mit seiner Problematik, die ich früher auch hatte, ja, von daher konnte ich ihn da auch fühlen, ja, mit den Drugs und dem ganzen Alkohol und dem ganzen Gedöns, was dazugehört. Es ist nicht einfach, sich davon zu lösen. Ich habe den größten Respekt vor den Menschen, die es schaffen, ja, weil es dich oft in den schwierigsten Momenten deines Lebens zurückholt und Respekt, dass er das so geschafft hat. Du hast zum Beispiel ansonsten, aber auch ich habe es mir aufgeschrieben, weil es sind so viele krasse Namen auf deinem Album. Du hast zum Beispiel Contra K mit drauf, du hast Bossa mit drauf, du hast Angie dabei, du hast Aliva dabei, also du hast viele, viele große Namen am Start, so auch aus dem Deutschrap. Und jetzt hast du einfach mal auf der anderen Seite was mit Silbermond gemacht. Deswegen, wie ist das zustande gekommen? Das ist zustande gekommen durch Tom Bohne, der die Legende, der, Legende genau, auf jeden Fall. Der quasi Deutschlandchef von Universal. Ich habe das große Glück, dass er mich betreut auf Universal-Seite und Moritz Schunk auf Good Kids-Seite. Und Steff hatte ihn an, also sie hat mir das erzählt, sie hatte ihn angefragt und hat gesagt, ey, sie fühlt mich und der Song irgendwie, da hört sie mich drauf und die Band auch und irgendwie, das wäre ihnen eine Freude, wenn ich da drauf Bock hätte. Und ich habe das gehört erstmal und klar, also selbst für jemand wie mich, der nie was mit Musik am Mut hatte, weiß, wer Silbermond ist. Ja? Silbermond, na klar. So, das ist klar, ja. Und es war für mich eine Riesenehre, erstmal die Anfrage zu bekommen und dann habe ich den Song gehört und war sofort dabei. Ja? Also ich habe ihn sofort gefühlt auch. Die Melobögen, den Text, er hat mich sofort mitgenommen. Alles in allem hat sofort gepasst. Normalerweise machen wir Feature zu sagen immer im Team und weil wir alle immer sehr nah beieinander arbeiten oder sehr eng miteinander arbeiten, keine 2 Minuten Bedenkzeit gebraucht und habe direkt gesagt, Tommy, bitte sag zu, ist eine Riesenehre für mich. Kurze Frage noch. Also du hast jetzt gerade quasi erstes dickes Album dann draußen. Dann steht ja der Gedanke nahe, dass vielleicht auch irgendwann fette erste große Tour vielleicht kommt. Kannst du da schon was zu sagen? Ja, der Gedanke, er liegt nah. Mach doch nicht so jetzt, Bruder. Mach nicht so, okay. Wir müssen doch schon ein bisschen sparen. Ich weiß. September, Oktober unsere Tour.
zum Album quasi. Und davor sind wir auf Festivals aber auch schon stark vertreten. Eine letzte Sache, die uns irgendwie voll wichtig ist. Das sollte so der Abschluss quasi vom Interview sein. Du sagst auf deinem Album ganz oft Dinge wie, ich bin einer von euch. Und für viele junge Menschen da draußen bist du wahrscheinlich gerade auch so ein bisschen gerade so ein Pol, an den die sich ein bisschen klammern, wenn die vielleicht auch gerade auf der schiefen Bahn sind und merken so, es kann auch anders laufen. Hast du ein paar Worte für Jugendliche, die gerade zuhören, die vielleicht in so einer Lage sind? Also erstmal, ich möchte es mir nicht anmaßen, irgendjemandem Tipps zu geben bei meiner Vergangenheit, ja. Aber was ich, wenn ich etwas äußern dürfte oder nur einen Tipp geben dürfte, also erstmal würde ich jedem empfehlen, der gerade struggelt, ich sage immer gerne, halt den Kopf oben und schwimm noch ein bisschen weiter, ja. Land kommt bald, seid ihr sicher, Land kommt bald. Als zweites würde ich sagen, hört mehr auf euer Bauchgefühl. Ja, wenn man auf sein Bauchgefühl hört, dann trifft man meistens die richtigen Entscheidungen und nicht die falschen. Es ist meistens der Kopf, der sagt, ah, es geht noch einmal gut oder hier, ah, komm, das schlingen wir irgendwie durch. Hört auf euer Bauchgefühl, weiß, was richtig ist und was falsch ist. Und ich glaube, wenn man das immer mit sich trägt und ein Gefühl dafür hat, ja, dann kann man sich viel Ärger ersparen und kann, glaube ich, wesentlich glücklicher durchs Leben gehen. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und Leute, danke fürs Zuhören. Ich danke euch vielmals. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.